Ein oder andere wird vielleicht schon mal was davon gehört haben. Wir haben in Bayern vor ungefähr einem Jahr, Marion, korrigiere mich, den Feuermelder installiert. Der Feuermelder ist ein Shitstorm-Präventionstool. Das klingt jetzt nach unglaublich viel, aber eigentlich ist es nur ein WordPress-Formular und ein bisschen Prozesszeugs dahinter. Jeder kennt die Situation. Ihr als Vorstände werdet irgendwie konfrontiert mit Problemen. Da kommen Leute, die auf euch auf Twitter ansprechen. Ja, der Ding hat was Dummes gesagt und ihr müsst den jetzt paffen oder in eine dunkle Ecke zerren und verprügeln. Oder macht was, also noch nicht mal was genau sie wollen, sondern einfach nur macht irgendwas, also die Forderung bleibt meist diffus und dann bleibt das Thema liegen. Es wird nicht vernünftig kanalisiert und oder als Vorstand erfährt man erst was, wenn der Shitstorm schon Windstärke 10 erreicht hat. Genau. Also, falscher Adressat, keine Zeit, keine geeigneten Prozesse. Das führt dazu, dass beim Absender, also nicht beim Täter oder bei demjenigen, der vermeintliche Urheber des Shitstorms ist, sondern bei den anderen, die sich darüber aufregen, die Verärgerung sehr groß ist. Und es werden dann Ordnungsmaßnahmen in beliebiger Höhe gefordert. Genau. So. Die Vorstände haben eigentlich keine Lust, sich mit dem Thema zu befassen, sind genervt, man hat eigentlich auch keine Ahnung, was man damit jetzt anfangen soll. Und irgendwie waren wir dann genervt, dass wir davon genervt waren. Genau. Und man kriegt auch am Ende nichts darüber mit. Das ist ein Problem, worauf ich später noch eingehen werde. Genau. Und dann müssen die Vorstände wieder Stellungnahmen schreiben und sich mit internen Streitigkeiten befassen. So, dann haben wir uns überlegt, wie könnte man denn so ein Shitstorm-Frühwarnsystem installieren? Was dabei rausgekommen ist, ist ein schnödes WordPress-Formular, das zeige ich euch gleich noch, auf dem Vorstandsportal von Bayern. Und wir haben es verlinkt mit unseren Erwartungen und den Benutzungsregeln. Das Ding macht nichts anderes, als man füllt ein Formular aus mit den Gründen seiner Beschwerde und das Ding verschickt eine Mail und die landet dann in unserem Ticketsystem. Grundsätzlich bitte erst mal mit der Person reden, dann beschweren, dann die Anforderungen stellen und vor allen Dingen begründen und die kritisierten Vorgänge belegen. Und alleine dafür, dass es ein Pflichtfeld ist, dass man sich überlegen muss, ich fordere jetzt
gegen den Mitpiraten XY, eine Ordnungsmaßnahme. Was fordere ich denn? Okay, ich fordere die Aberkennung der Fähigkeit, Parteiämter zu bekleiden. Ja, jetzt seid ihr wach. Genau. Dass die Leute sich halt mal Gedanken machen müssen und das begründen. Unsere Vermutung, weil tatsächlich relativ wenig über den Feuermelder reinkommt, die Leute sitzen dann vor diesem Formular und müssen nachdenken und denken nach und denken nach und irgendwann schließen sie das Ding und sagen, ja, blöd. Ja, also das bringt dann den Shitstorm irgendwie nicht weiter. Also den Link habe ich dann später nochmal vollständig. So, dahinter liegt ein kleiner Prozess. Die Meldung landet bei uns im Ticketsystem. Die erhält dadurch natürlich automatisch eine Bearbeitungsnummer und dann gibt es Leute bei uns im Vorstand, die sich diese Tickets angucken, also alle, und erstmal eine Antwort senden. Diese Antwort ist tatsächlich individuell. Die Ticketnummer wird in die Agenda für unsere Arbeitstreffen reinkopiert. Wir haben tatsächlich einmal in der Woche ein Arbeitstreffen, unabhängig von der Vorstandssitzung. Das hat sich als ziemlich nützlich erwiesen. Während des Arbeitstreffens machen wir dann eine Entscheidung, lehnen wir das Ding ab, weil wir es für unbegründet halten. Das wird dann nur im Beschlussbuch, im internen Beschlussbuch für Ordnungsmaßnahmen, das ist nicht öffentlich, dokumentiert und das Ticket wird stillgeschlossen. Das heißt, derjenige, der sich beschwert hat, bekommt keine Rückmeldung. Wir haben im Moment eine Anfrage beim Bundesdatenschutzbeauftragten, also parteiintern laufen, inwieweit wir diese Sachen veröffentlichen können und wie stark wir sie anonymisieren können. Weil wir haben das Problem, dass teilweise uralte Vorgänge wieder hochkochen, die schon längst bearbeitet sind, wo zum Teil auch Ordnungsmaßnahmen ausgesprochen wurden, wir aber das nicht publizieren können. So. Für den Fall, dass wir es annehmen, gibt es drei Möglichkeiten. Entweder wir übergeben es an die Vertrauenspiraten, das sind Mediatoren, die mit Leuten sprechen, die im Clinch liegen. Dieser Vorgang wird auch im Beschlussbuch dokumentiert. Das Ticket wird dann still geschlossen. Wir können es an eine Gliederung delegieren, also zum Beispiel an die Bezirksverbände oder Kreisverbände. Wenn wir die dazu nicht in der Lage halten oder die sagen, nee, das überfordert uns komplett, bestimmen wir innerhalb des Vorstands Zuständige und leiten das Verfahren
Verfahren ein. Und das geht dann über in den Ordnungsmaßnahmen-Workflow. Ich muss dazu sagen, ich arbeite in der IT und leider in ITIL im Endstadium. Genau, also wir haben tatsächlich ein Prozesshandbuch, das liegt dann auch zum Download auf der Materialienseite, das könnt ihr euch dann anschauen. Da sind unsere Workflows zum Thema Ordnungsmaßnahmen dokumentiert. Machen wir Marketing dafür. Wir schicken die Leute bei Twitter, also das, ich lege mir irgendwann mal auf eine von den F-Tasten den Link, schicken wir penetrant zum Feuermelder. Wir machen Werbung in den Landesvorstandssitzungen, machen Werbepräsentationen wie diese hier und Blogbeiträge und so weiter sind in Planung. So. Was gab es bisher? Wir hatten mehrere Beschwerden über Verhalten. Wir hatten mehrere Anträge auf Ordnungsmaßnahmen mit Belegen. Eine Ordnungsmaßnahme wurde mittlerweile ausgesprochen und weitere sind derzeit in Bearbeitung. Und das Ganze, muss man sagen, lief in Bayern ziemlich geräuschlos ab. Und wir hatten da vorher relativ viel Stress und bis auch ab und zu mal so kleine Nebenkriegsschauplätze, wo mal Sachen hochkochen und passiert eigentlich nicht viel. Bayern ist an sich leider oder Gott sei Dank ein sehr homogener Landesverband. Im Prinzip ja. Das heißt, die Leute klären das irgendwie anders. Also wir haben da eher weniger Stress, aber es war trotzdem sinnvoll, dieses Tool einzuführen. So, ich zeige euch gleich nochmal das Ding selber. Der Feuermelder darf Raubmord kopiert werden. Wir haben dieses WordPress-Formular, das stellen wir gerne zur Verfügung und erklären auch gerne nochmal so ein paar technische Sachen im Hintergrund. Wenn ihr da Interesse dran habt, könnt ihr euch an mich wenden, beziehungsweise an Marion. Marion winkt doch mal. Genau. So, und ich versuche jetzt mal dieses andere Ding auf den Beamer zu zaubern. So, genau. Also das ist er. Das ist einfach oben. Nein, auf der Vorstandsseite in Bayern so ein Link. Und es gibt da ein Auswahlfeld. Nö. Welche Art? Also Beschwerde über Verhalten, Beschwerde über Webseiteninhalte. Kann ja mal sein, dass irgendein KV irgendwelche lustigen Statements abgibt. Beschwerde über Äußerungen auf Twitter,
Facebook, dann auf den parteiinternen Systemen und Beschwerden über sonstige Äußerungen und sonstige Beschwerden. Kaffee schlecht. Genau. Und dann gibt es noch die Anleitung dazu. Da ist das, was ich jetzt gesagt habe, noch mal genau zum Nachlesen. Kann man auch kopieren, wenn man möchte. Also ich bin eigentlich ziemlich überzeugt von dem Ding. Und ich würde mich freuen, wenn es an mehr Stellen noch in Aktion treten würde, weil es ist wirklich ein Weg, die Sachen zu kanalisieren und vor allen Dingen bekommt man mehr Verbindlichkeit rein. Das heißt, Leute, die sich beschweren, wissen zumindest, also sie haben zumindest bei uns in Bayern ausreichend Vertrauen in den Vorstand, dass diese Sachen auch tatsächlich bearbeitet werden. Dieses Datenschutzproblem müssen wir dann noch klären, dass wir, inwieweit wir diese Sachen veröffentlichen können, anonymisiert, die da passiert sind. Weil im Moment ist es halt in gewisser Weise ein schwarzes Loch, was wir natürlich nicht verhindern können. Genau. So. Und dann jetzt nochmal. Das Prozesshandbuch. Also das ist der Prozess, den ihr eben schon kennt, also der eben schon in der Folie war. Dann haben wir hier dann dieser Ordnungsmaßnahmenprozess als solches und wer dann beauftragt wird innerhalb des Vorstands, wer dann zuständig ist, kann man sich dann alles in Ruhe angucken. Das ist jetzt relativ langweilig. Genau. Auch wenn wir jetzt Widersprüche zu Ordnungsmaßnahmen bekommen oder wenn wir selber Feststellungsklagen einreichen, was ja auch mal vorkommt, dass wir selber wissen, an welchem Punkt wir jetzt stehen und wie wir da weitermachen müssen. Spart viel Stress, wenn man nicht weiß, wann läuft die Frist ab. Wer ist zuständig? Wolltest du dich nicht drum kümmern? Nee, ich dachte du. Und von daher sind wir an der Stelle mit dieser Geschichte bisher ganz gut gefahren. Also das machen wir die ganze Zeit so. Jetzt haben wir es auch als Bildchen. Und dürft ihr auch gerne klauen. So, gibt's Fragen?
ganz herzlichen Dank. Meine Frage, ich muss mich mal umgucken, ob von Niedersachsen jemand da ist, vom Vorstand. Nö. Also meine Frage ist, wann wir das übernehmen. Ich kläre das dann draußen. Okay. Wir klären das draußen. Okay. Okay, vielen Dank. Meine Frage bezieht sich darauf, was passiert, wenn die Reklamation oder die Beschwerde sich direkt an den Vorstand wendet. Das heißt, also wenn sich jemand mit dem Vorstand selbst beschwert, was macht er dann damit? Also innerhalb des Vorstands. Nehmen wir, wenn jetzt jemand sagt, hier der Vorstand mit dem Handeln des Vorstandes bin ich nicht einverstanden. Ach so, ja. Nein, das ist tatsächlich an der Stelle nicht abgebildet. Ich meine, das wären wir quasi selbst unsere eigene Aufsichtsbehörde. Das macht natürlich keinen Sinn. Benni möchte dazu was sagen. Benni ist auch Mitglied dieses Vorstands. Und ich war letztes Jahr Vertrauenspirat. In diesem Fall kümmern sich die Vertrauenspiraten dann darum. Es gab deswegen bei uns innerhalb auch den Vorschlag damals, diesen Feuermelder nicht auf so normale Wanninger laufen zu lassen bei uns, weil der Vorstand das ja auch sehen könnte, sondern das so gesehen, dass direkt an die Vertrauenspiraten weitergereicht wird. Das ist so ein Ding, wo wir uns drüber nachdenken müssen. Aber ich glaube, dass wir so erwachsen sind bei uns im Vorstand, dass wenn eine Beschwerde über einen von uns kommt, wir das trotzdem so bearbeiten können, dass das dazu kein Problem führt. Und die Vertrauenspiraten kannst du halt auch unabhängig von dem Tool immer direkt ansprechen. Wenn du das möchtest. Okay. Also ich finde das Tool spannend und auch die Prozessdokumentation dazu. Was mir nicht klar ist, Auslöser war diese Geschichte, bevor es das gab. Da sind halt Sachen versandet, die Leute waren unzufrieden und wir wussten nicht, haben wir was gemacht. Wenn jetzt in dem Falle, dass die Beschwerde negativ beschieden wird, der Beschwerdeführer aber keine Informationen erhält, hat der dann nicht nach wie vor das Gefühl, es ist versandet, ob ich was tue oder ob in China der berühmte Sack reißt, ich kriege ja kein Feedback. Ja. Deswegen frage ich mich, eben hieß es ja, also es ist weniger geworden, wir haben weniger Stress-Tool, hat sein Ziel erreicht. Ist das nicht nur eine zufällige Koinzidenz wie mit den Störchen und der Geburtenrate? Okay. Nein, die Frage ist natürlich berechtigt. Wir haben halt das Problem, dass manchmal ältere Sachen wieder aufkochen, wo unterstellt wird, dass wir nichts tun. Das Problem haben die meisten Vorstände, dass ihnen unterstellt wird, dass sie nichts
tun, obwohl sie tatsächlich, ich sag mal, ein Drittel der Zeit der Vorstandsarbeit mit solchen Dingen verbringen. Und deswegen die Anfrage beim Bundesdatenschutzbeauftragten, wie wir mit diesen Sachen umgehen können, ohne gegen den Datenschutz zu verstoßen. Ist uns sehr wichtig, dass wir das mal geklärt haben. Wäre es an dem Punkt nicht einfach möglich, eine Fortschrittsanzeige dem Sender zu schicken, dass er merkt, es wird bearbeitet zu 70%, also 80%? Also sie bekommen halt eine Rückmeldung, dass wir es angenommen haben, dass wir uns darum kümmern und dass wir ihnen leider keine Rückmeldung geben können. Fortschrittsanzeige finde ich in dem Moment kritisch, wenn wir uns tatsächlich dagegen entscheiden, was zu machen. Weil wenn dann der eine zum anderen sagt, wenn das jetzt eine, auf juristischem Wege was wäre, also dass der eine sich um eine handfeste Beleidigung handelt, würden uns vielleicht tatsächlich an den zurückwenden und sagen, du, bitte in dem Fall wäre vielleicht eine Strafanzeige sinnvoller, wenn du das dann nicht parteiintern regelst, sondern anders. Aber ansonsten halte ich diese Fortschrittsanzeige für kontraproduktiv, weil ja nicht alles tatsächlich in einer Ordnungsmaßnahme oder in einem anderen Prozess endet. Es ist ja nur die Rückmeldung, dass er merkt, wir kümmern uns nicht nur drum, sondern er sieht auch, dass schrittweise sich drum gemacht wird. Das ist so die Idee. Ja, aber schwierig, weil in dem Moment müsstest du ja dann auch das in irgendeiner Form publizieren. Aber wie gesagt, das ist in Klärung, wie wir das hinkriegen, ohne gegen den Datenschutz zu verstoßen. Noch Fragen? Ja, weiter Fragen. Wie viele kriegt ihr so pro Woche oder pro Monat? Oder? Das ist total unterschiedlich. Also manchmal gibt es ewig lang nichts und dann sagt mal wieder irgendjemand was Dummes auf Twitter meistens und dann gibt es dann zu einem Tweet oder einer Reihe von Tweets gibt es dann 20 Beschwerden. Also ganz, ganz unterschiedlich. Und wir wissen auch, es kann dieses Tool, also dieses WordPress-Formular kann unendlich viel Text. Wir haben da nämlich schon vollständig formulierte Anträge bekommen über 20 Seiten. Ja. Das so sehr nutzerfreundlich. Dennoch. Ja, sehr nutzerfreundlich und damit konnte man tatsächlich auch was anfangen. Also das waren nicht nur 20 Seiten
die Welt ist schlecht. Beim Landesparteitag in der Rheinland-Pfalz hatte der gab es einen Antrag auf Abschaffung der Ordnungsmaßnahmen, was ich sehr interessant fand, was auch sehr für gute Diskussionen gesorgt hatte. Weil der Punkt war, dass es hieß, da wird mit Ordnungsmaßnahmen ein soziales Problem versucht zu lösen. Oder so ähnlich. Und mich beschäftigt dieser Antrag immer noch. Nicht, dass ich ihn für Hessen einführen würde, aber ich bin ja jetzt neu im Landesvorstand und davor war ich ja auf der anderen Seite und habe dann gell, Christoph? Ja, habe dann Bufos, also auch Lafos beschimpft und so. Ja. So. Ja, ich kann nur jedem raten, werdet Landesvorstände, dann werdet ihr merken, wie viel Soziales man Probleme umgehen kann, wenn man einen Telefonhörer nimmt und Leute anruft. Und ich finde den Vollmelder klasse. Also ich habe vor ein paar Wochen oder Monaten getwittert oder so und ich habe mir angeschaut und dachte, super klasse. Vielleicht sollten wir auch eher mal versuchen, unsere Mitglieder dazu zu bringen, wirklich echt Telefon in die Hand zu nehmen und das soziale Verhalten vielleicht. Also das ist kein ich habe kein Allheilmittel, aber dass man da, bevor die den Schritt des Feuermelders gehen oder andere Ordnung. Ja. Okay. Marion, willst du was direkt dazu sagen? Weil sie hat das Ding ja mit ausgekocht. Das ist ja, wir haben das ja etwas formularlastig gehalten. Das heißt, die Leute müssen über diesen Vorgang an sich erstmal nachdenken. Da vergeht die Zeit. Und in dieser Zeit kochen auch Gefühle runter. Aber wenn ich jetzt auch generell eben sehe, es ist schon ein Bedürfnis der Leute auch, Mensch, macht was. Lass das nicht so im Raum stehen. Und deswegen, ich fürchte, wir können auf Ordnungsmaßnahmen nicht verzichten. Aber dadurch, dass wir es so formularlastig gehalten haben, dass ein Nachdenkprozess und ein Abkühlprozess automatisch in Gang gesetzt wird. Ich glaube, auch das war hilfreich. Ja, also deswegen auch in dieser Anleitung die Forderung, erstmal darüber nachzudenken, gegebenenfalls mit der Person auf der anderen Seite mal zu sprechen. Es gibt
durchaus Fälle, wo das nicht möglich ist. Dann müssen wir das gucken, dass wir es an die Vertrauenspiraten geben, was eigentlich eher die erste Wahl ist. Und wenn das nichts fruchtet, muss man dann gucken, wie man weitergeht. Also wir haben auch durchaus Vorgänge, wo wir gesagt haben, Leute, klärt das unter euch. Das ist nicht justiziabel, auch nicht im Sinne der Satzung oder parteischädigend oder sonst was. Also da wird viel dann am Ende kälter gegessen, als es vorher hochgekocht wurde. Genau. Da war noch irgendeine Wortmeldung? Okay. Wäre das nicht irgendwie sinnvoll, ist auch bundesweit einzuführen, dass dann irgendwie so ein Feuermelder für ein Bufo da ist? Der Christus-Melder, ja. Christus meldet sich. Also erstmal finde ich dieses Feuerwarnsystem total gigantisch. Aber also finde ich wirklich gut. Ich danke euch erstmal. Aber wir haben ja eine gewisse, wir haben ja die LVs. Das heißt, ich möchte nicht zu jeder OM, die ich in Hessen jemals gemacht haben musste, die jetzt auf dem Bund haben, multipliziert mal 16, weil die Wichtigkeit als solches, also ich sehe es einfach so, wir haben ja gewisse Vorgänge in der Partei. Erstens kriegen das die LVs und dann erst kriegen wir das. Und das reicht mir schon, was wir kriegen. Wenn wir jetzt sagen, wir machen da ein Formular rein, das ist jetzt meine persönliche Meinung, wir machen da jetzt noch ein Formular rein und wir haben 30.000 Mitglieder und davon sind 10% gerade sauer. Das wird schwierig. Ja, ich wollte es nur mal so sagen. Also. Ich weiß nicht, wer dran ist. Also. Volker behält den Überblick. Ja, Gott sei Dank. Ne, wenigstens einer. Christos, zu dir nochmal. Ich fürchte tatsächlich, dass es gar nicht so wild werden wird. Weil der Trick daran ist wirklich dieses nochmal drüber nachdenken müssen, weil du es schriftlich niederlegen musst. Du musst es einfach formulieren. Ich meine, es ist im LV Bayern ja nicht so, dass es keine Leute gäbe, die man anrufen kann und denen man dann erstmal seine Empörung zukommen lassen kann. Sagen wir es mal so. Es gibt da schon einige Menschen, die telefonieren und auch mit unterschiedlichen Leuten, entweder mit den Vertrauenspiraten oder mit einem von uns. Ich war ja mal Vertrauenspirat, deswegen haben auch viele Leute meine Telefonnummer. So ist es nicht. Aber
aber das ist tatsächlich was ich denke, was diese Sache einfach zielgerichteter macht. Ja? Ja? Ich meine, ich bin ja gerne bereit, wenn mich jemand anruft und sich wirklich auskotzen muss, weil es ist XYZ passiert, mir das anzuhören und dann zu sagen, so, und jetzt nimmst du dir den Feuermelder und schreibst das da rein. Das macht die Sache tatsächlich, das nimmt viel Schwung raus. Ne? Und vor allen Dingen, du hast diesen Blödsinn halt nicht mehr, dass du auf Twitter permanent angekackt wirst. Verzeiht mir bitte das Wort. Von wegen hier, warum macht ihr eigentlich nichts? Ja? Also sowas auf tatsächlich Prozessbeine zu stellen. Wenn ihr seht, es ist doch einiges, dann könnt ihr ja notfalls wirklich mal jemanden fragen, ob er euch dabei hilft, das mit durchzugucken. Es gibt ja genug Leute in dieser Partei, die eine Datenschutzerklärung unterschrieben haben. Von daher, ja, ne? Nein, also das ist eine Geschichte. Ich würde es mir tatsächlich auf Bundesebene sehr wünschen, eben auch wirklich, damit die Leute mal mit mehr als 140 Zeichen formulieren müssen, was stört mich und welche Konsequenz erwarte ich. Gerade dieses, welche Konsequenz erwarte ich, ist nämlich etwas, worüber kein Mensch nachdenkt. Ne? Tut was, macht was. Der war blöd, der war böse, wegen zum Teil wirklich auch nur Missverständnissen. Und dann das tatsächlich nochmal ausformulieren zu müssen. Und dann zu sagen, okay, ich wünsche mir folgende Konsequenz. Das ist eine sehr wichtige Sache und das gibt der Angelegenheit auch Struktur. Ich sage vielleicht nur erklären, was hinzu wir geben ist, aber auch runter an die Bezirke oder an den KV. Weil oft ist es ja auch in der Natur der Sache begründet. Was weiß ich nicht, da ist die Frau gestorben, der Typ hat gesoffen und dann Quatsch geschrieben. Und das wissen die Piraten, die ihn persönlich kennen, am besten. Und dann kann man das eben vielleicht auch anders klären, ohne irgendjemanden Vorstand. Und wenn das dann, also ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, das auf Bundesebene zu machen, wenn die es dann runtergeben und quasi, wir machen das ja auch, wenn wir als Serviceleistung, wir haben diesen Antrag bekommen, wir geben es dann aber eben auch weiter. Letztendlich ist ja auch ein Paff, was haben wir geschätzt, 20 Stunden pro Vorstandsmitglied pro Vorgang. Also und das Marion, das ist mehr, es sind 50 Stunden pro Vorgang. Mittlerweile schon, ja. Also ich glaube, es kann nicht sein, dass der Bundesvorstand das übernimmt, das macht.
ihr habt ganz andere Aufgaben, jetzt schon zu wenig Zeit und es kommen noch viel mehr Aufgaben auf euch zu. Wenn es einen Streit gibt, dann passiert der in der Gliederung auf Landesebene und da muss es behandelt werden. Und wenn, dann könnte ich mich ja über meinen Landesvorstand auch noch über euch beschweren. Also es kann nicht sein, dass das auf Bundesebene gegeben wird, aus meiner Sicht. Zwei Punkte. Das erste, ich finde es total toll und möchte sofort Raubmord kopieren. Ist das multimandantenfähig? Macht ihr sowas für andere Landesverbände? Kann ich nur sagen, bitte einmal für Berlin zu mitnehmen. Weil ich halt erstmal super. Ich glaube, das WordPress-Formular lässt sich einfach exportieren. Ist also nur ein Formular in WordPress. Ist nur ein WordPress-Formular. Ja. Aber ich schick dir einfach das, was da drin steht, per Mail. Ja, und dann super, kannst du es einfach einbinden. Toll. Die zweite Sache aus Kundensicht, also ich bin sowohl Kunde bei meinem Landesverband, da erwarte ich das jetzt, seitdem ich weiß, dass es das gibt. Ich bin auch Kunde beim Bund. Da würde ich es auch erwarten, auch wenn ich selber vielleicht gar nicht antragsberechtigt bin. Weil wenn wir sagen, dass Anträge an den Bund kommen über Fälle, die im Land nicht gelöst werden können, dann sind halt die, wie heißt es auf Landesebene angenommen haben, wenigstens ja zur nächsten Stelle können es vorwarten. Und da erwarten wir dann ja wiederum diese Transparenz, die wir hier eigentlich damit auch schaffen wollen. Und darum würde ich mich sehr freuen, falls dann über die Länder es dort auch eingestellt werden könnte. Mein Gedanke geht in eine ähnliche Richtung. Ich würde, da es ja ein Formular ist, und ich nehme an, man kann nicht nur sagen, du bist ein optionales oder du bist ein Mussfeld, sondern man kann eventuell ja auch mit Bedingungen dabei arbeiten. Selbstverständlich sollte der Bund das machen. Und ansonsten finde ich auch noch jemanden, der antragsberechtigt ist und das da einbringt, aber mit der Entlastung nicht erstinstanzlich. Das heißt, in dem Augenblick, in dem der Antragsteller sagt, das ist jetzt eine wiederholte Einreichung, erstinstanzlich habe ich es da eingereicht, aber wenn eben dieses Datenschutzthema so ist, wie es ist, ich habe kein Feedback, ich habe das Gefühl, mir hört hier keiner zu, der Bund kann nie erst instanzlich sein. Und schon ist das Thema geredet. Weil ob es dann der Landesverband weitergibt an den Bund oder der Landesverband es verpennt hat oder sonst irgendwas, der originäre Antragsteller, wenn er nachweisen kann, ich habe es auf der nach meinem Verhältnis, nach meinem Verständnis niedrigsten Gliederungsebene eingekippt, da ist nichts passiert, du bist jetzt die zweite Instanz, dann sollten das
hoffentlich so wenig Stückzahlverfahren sein, dass es sich lohnt, drüber zu gucken und zu sagen, verweise ich zurück an den Landesverband oder ja, verdammt nochmal, es ist mal eine originäre Verantwortung. Ich drücke euch die Daumen, dass die letzte Zahl absolut sehr klein ist, aber ich denke, den Prozess könnte man einrichten. Ich habe jetzt mal gerade noch die Materialienseite, die ist direkt neben dem Feuermelder eingeblendet. Da gibt es das Prozesshandbuch zum Runterladen und auch die Präsentation. Es gab ja noch Fragen. Selbstverständlich werden wir uns das jetzt angucken. Wenn Berlin, und Bayern und Hessen hier so einheitlicher Meinung sind, werden wir selbstverständlich das angucken. Und der Kollege, der für diese Sachen zuständig wird, der wird sich das sicherlich übernehmen. Oder nein, ich rufe dich einfach an die Tage und dann können wir mal miteinander. Okay, du rufst einfach an. Genau. Ja, wir klären das auf der Bierebene. Nein. Ich denke, es gibt ja für jede Ebene auch Zuständigkeiten. Und klar, wenn es sowas auf Bundesebene gibt, wird es Leute geben, die ihren KV-Streit erstmal wichtig oben über den Bund einreichen. Aber ich glaube, dass der Aufwand überschaubar ist, diese Ticket dann einfach weiterzureichen und zu sagen, Moment, Landesverband sowieso kümmert euch und dann schieben die das wieder runter in ihre Gliederung. Das sehe ich jetzt nicht als übermäßig viel Arbeit, dann einfach auch Tickets einfach durchzureichen und zu sagen, gehört woanders hin. Aber wenn es halt mal Stress mit dem BUFO gibt, ist doch gut, wenn es auch ein Shitstorm-System auf Bundesebene gibt. Ich meine, beim jetzigen BUFO kann ich mir das nicht vorstellen, ist ganz klar. Aber es könnte ja sein, dass es mal ein anderer wird. Ja. Also als zentrales System wäre durchaus wünschenswert. Ich kann aber nur dazu raten, die Dinge immer nach unten zu geben. Ich habe jetzt einige Tickets vom Landesverband gekriegt. Wir konnten die meisten als Bezirksverband friedlich lösen. Ein paar haben wir an die Kreise weitergegeben. Und ja, es gab auch mal durchaus Folgen. Aber prinzipiell war das Ganze dann recht ordentlich aufzuräumen auf die Art. Hallo, entschuldigt mich, ich glaube, ich sehe da einen systemischen Fehler, aber vielleicht liegt es ja auch an mir und ich habe was falsch verstanden.
wenn das jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, ich reiche also eine Beschwerde ein, theoretisch, und ihr findet, diese Beschwerde ist eigentlich völlig sinnfrei, dann macht ihr das Ding still zu. Genau. Ich bekomme keine Rückantwort. Jetzt bekomme ich keine Rückantwort und sage, ja, dieser doofe Landesverband da, der kümmert sich ja überhaupt nicht über meine Beschwerde. Ja, das ist ja das Problem, was gerade... Und gebe das an den Bund weiter. Der Bund sagt, was will diese Frau überhaupt? Das ist ja totaler Quatsch, diese Beschwerde, und macht das ebenfalls still zu. Dann ist nichts gewonnen, weil ich jeweils überhaupt keine Rückmeldung bekomme. Und ich bleibe immer noch bei der Meinung, es würde nichts getan werden. Also, entschuldige, aber ich empfinde das als systemischen Fehler. Das ist tatsächlich ein Fehler, dass wir keine Rückmeldung geben können. Deswegen läuft die Anfrage beim Bundesdatenschutzbeauftragten. Genau. Ich glaube, jetzt sind akut keine Fragen mehr, damit wir nicht nur negativ sind. Wir haben auch sowas Ähnliches, das nennt sich Wunschzettel. Da kann man sich was wünschen. Aber hier, wir sind, das ist kein Bestellformular, das ist wichtig. Und da kann man dann auch auswählen. Also eine Idee für eine politische Aktion, politische Arbeit, Veranstaltungshinweis, parteiinterne Verbesserung, Pressemitteilung schreiben und so weiter. Was wichtig ist, es gibt nochmal ein Begründungsfeld. Ich kann es nicht selbst machen, weil. Genau. Also da kam dann tatsächlich mal die Begründung, bitte die Pressemitteilung so und so verschicken. Ich kann es nicht selber machen, weil ich keinen Zugriff auf das Versandsystem habe. Aber das ist valide. Ja. Also da kommt jetzt im Moment noch nicht so viel rein. Da gab es jetzt irgendwie mal zwei, drei Pressemitteilungen. Aber wie gesagt, an so Formularen haben wir Spaß, weil damit kann man Arbeit schön kanalisieren. So. Sind noch Fragen? Nö. Niki, ich habe noch was Tolles gemacht, das mit der Zeugnisvorlage. Die Zeugnisvorlage, ja, genau. Also hier auf dem Vorstandsportal kann man sich viele, viele Dinge angucken. Wir haben noch die Ehrenamtszeugnis. Wenn ich sie jetzt finde. Ja. Genau, also man schickt dann einfach eine E-Mail an und die Vorstandsadresse und dann kann man dieses vorausgefüllte Ding, also das muss man halt dann anpassen an seine persönlichen Bedürfnisse oder an seinen eigenen Lebenslauf. Die Leute schreiben
da zum Teil hanebüchene Dinge rein, was sie alles gemacht haben. Und das werden wir dann halt ausdrucken und unterschreiben und dann kann man das einreichen, wenn man sich für Stipendien oder Jobs oder sonst was bewirbt. Genau. Das gibt es noch nicht als Formular. Kannst es ja über einen Wunschzettel einreichen, dass das als Formular gemacht werden soll. Genau. Ja, Volker, jetzt wird's eng für dich. Achso, ja, also gut, nachdem jetzt noch ein bisschen Zeit übrig ist, wir haben jetzt in Bayern seit letztem Wochenende, da hatten wir unser Vorstandskuschelwochenende, eine To-Do-Liste, das ist ein kommerzielles Tool, weil es irgendwie bisher nichts gab, was so war, wie wir das haben wollten. Das nennt sich Todoist. Ja, da kann man dann Aufgaben eintragen, für die man kein Ticket haben will, zum Beispiel XY anrufen oder Mitglied B verhauen. Ja, also manchmal muss man halt Beauftragte so ein bisschen zeigen, wo der Hammer hängt. Wenn sie keine Berichte einreichen, obwohl man sie 20 Mal drum gebeten hat. Naja, solche Sachen, die machen wir halt über dieses Tool und da kann man schöne Karma-Punkte sammeln und dann kommt man am Ende in den Himmel oder so ähnlich. Es ist kommerziell, man kann in der freien Version kann man deutlich weniger Dinge tun. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir die Unternehmensvariante jetzt erstmal für ein Jahr kaufen und die Woche hat uns echt schon überzeugt, dass uns das die Arbeit extrem erleichtert. Das kostet pro Person, wir kommen, glaube ich, für unseren neunköpfigen Vorstand kommen wir, glaube ich, auf so 190, 200 Euro pro Jahr. Ja. Und das ist also ja, es ist halt Geld, aber wenn du keine Leute hast, die To-Do-Listen pflegen und dir hinterher rennen, musst du es halt irgendwie technisch lösen. Ja, genau. Es ist auch sehr cool, weil du hast es auch, es gibt eine Android und eine iOS-App dafür und sobald halt ein Termin dann kommt, blinkt es sofort auf im Pop-up und du weißt auch, okay, neuer Termin für mich und man kann es dann gleich abhaken. Das Ganze gibt es auch dann für die verschiedenen Browser als App. Für Chrome funktioniert es nicht so ganz. Also wir sind, wie Niki schon sagte, voll überzeugt davon und
Wir probieren es mal ein Jahr aus. Genau. Und wenn, weil ich am Mittwoch nicht am Arbeitstreffen war, kommen dann hinterher so während des Treffens, du sitzt in dem Termin, auf einmal auf dem Handy dann so bing, 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 wo sie dir die ganzen To-Dos aufs Auge drücken, weil du nicht da bist. To-Do-List nur ohne L. Sorgt dann für To-Do-ismus wahrscheinlich. Ja, so ähnlich. Ja. Also wir kriegen auch kein Geld dafür, leider, aber vielleicht kann man da mal was machen. Ja. Nee, aber hat es ja, jetzt mit der großen Version müssen wir mal gucken, was wir da noch alles anstellen können. Aber allein schon mit dieser Testlösung waren wir deutlich schneller mit dem Abarbeiten von den Sachen, weil du halt die Sachen nicht aus dem Blick verlierst. Ist. Und vor allen Dingen deine übrigen Vorstandskollegen, das kann gut oder schlecht sein, im Auge haben, wie voll oder leer deine To-Do-Liste ist und dann dich auch gegebenenfalls mal in den Arsch treten. Genau. Sonst noch Fragen, sonst noch Sachen, die ich vorstellen soll. Ja, unser Vorstandstagebuch. Genau. Wir haben jetzt, das kommt jetzt mit der nächsten Vorstandssitzung. Wir haben gesagt, dass diese Tätigkeitsberichte, ich war auf dem und dem Stammtisch und ich habe den und den angerufen, irgendwie ein bisschen öde sind und die Vorstandssitzung ziemlich in die Länge ziehen. Wir schreiben jetzt über die Sachen, die wir in der Zwischenzeit so machen, wenn wir auf Veranstaltungen sind, schreiben wir jetzt Tagebuch. Liebes Tagebuch, ich war bei der CSU. Es gab trockene Brezen. So. Das Bild ist jetzt irgendwie abhanden gekommen. So. So soll das dann aussehen. Das ist jetzt halt relativ kurz. Da fehlen jetzt noch ein paar Sachen. Also auch von diesem Wochenende werden wir dann was reinschreiben und von einer Veranstaltung zum Thema Medienpolitik, wo ich war. Da wissen die Leute erstens mal, was man da gemacht hat, dass man da nicht nur hingegangen ist und die Häppchen gegessen hat, sondern dass man auch wirklich was gearbeitet hat, vielleicht Fragen gestellt, irgendwelche ehemaligen Ministerpräsidenten auf die Palme gebracht hat und dass sie das nachlesen können. Die Verwaltungspiraten haben da naturgemäß eher weniger Sachen drinstehen, weil das ist irgendwie klar, was sie den ganzen Tag dann machen. Die würden dann höchstens Dinge reinschreiben, Jahresabschlussbericht fertig oder BO-Verifizierung, Neuerungen und jetzt online, wie auch immer.
Genau. So. Haben wir noch was, Marion? Ja. Also Marion und ich, wenn wir miteinander Auto fahren, das tun wir relativ häufig, dann kommen uns dann immer irgendwelche Ideen. Die sind dann meistens dann ein paar Tage später auf dem Ding zu finden. Und von daher lohnt es sich da ab und zu mal reinzugucken. Genau. Dann danke.